Hallihallo und willkommen zurück zu Python. Dieses Mal geht es um den Definitionsbereich von Variablen und der ist ein bisschen komplizierter, als man vielleicht denken möchte. Dazu werde ich jetzt erstmal hier diese Fibonacci-Funktion, die wir schon ein paar Tutorials lang mit uns rumschleppen, rausmachen und das hier brauchen wir auch nicht mehr. So, jetzt haben wir quasi ein leeres Stück Code mit einer Funktion hier oben, die einfach f heißt und keine Parameter nimmt. Und hier haben wir unsere Main-Funktion sozusagen. Und jetzt wollen wir ausprobieren, wie das Ganze mit dem Definitionsbereich von Variablen aussieht. So, und dazu nehmen wir jetzt mal diese Funktion hier oben und definieren uns hier eine Variable, nennen wir sie einfach mal var. Sagen wir, da steht einfach mal Test drin. Und jetzt wollen wir die Variable ausgeben, ganz normal. Das hört sich jetzt aktuell noch relativ simpel an, aber glaubt mir, es wird noch ein bisschen komplizierter werden. Ja, das ist erstmal jetzt, nennen wir es after init oder nach dem Initialisieren, aber after init ist kürzer. So, und dann sagen wir hier, okay, wir wollen diese Variable ausgeben. Gut. Und in der Main rufen wir einfach nur diese Funktion f auf. Also sagen wir hier einfach, ups, f. Klammer, Klammer. Und dann unten drunter. Und jetzt haben wir den sogenannten Global Scope. Deswegen könnte ich das hier auch eigentlich wegmachen. Machen wir es direkt mal so. Das ist dann, wird einfach von oben nach unten durch ausgeführt. Das heißt, man braucht eigentlich überhaupt keine Main. Ihr kennt es ja. So. Und das hier, was wir hier außen haben, ist global. Also global. Die sind quasi im globalen Teil gültig. Also hier befinden sich die globalen Variablen. Hier innen drin, das werden wir dann sehen, was da passiert. So, und dann sagen wir hier, okay, wir hätten gerne die Variable. So, und wir haben natürlich dieses f aufgerufen. Und jetzt wollen wir erstmal schauen, was passiert, wenn wir das Stück Code ausführen. Achso, dazu sollte ich vielleicht nicht hier init hinschreiben, sondern var, logischerweise. So, und jetzt führen wir das aus und bekommen after init Doppelpunkt test, was wir ja erwarten würden. Wir haben hier die Variable auf test gesetzt und haben hier hingeschrieben, nach dem Initialisieren ist der Wert der Variablen test. So, und dann kriegen wir einen Fehler, weil wir hier diese globale Variable var nicht zur Verfügung haben. Das ist auch gut so, denn wir haben ja hier keine globale Variable definiert. Wir haben in unserer f bloß eine lokale oder eine Variable definiert, die in der Funktion f gültig ist und danach, also wenn diese Funktion f hier fertig ist, dann verfällt auch die Variable wieder, sprich, sie ist nicht mehr verfügbar. So, jetzt geht's weiter. Und zwar können wir jetzt in unserer Funktion f eine weitere Funktion definieren. Und zwar zum Beispiel lokal, sagen wir einfach mal. Heißt die Funktion und die macht nichts anderes wie eine Variable var auf local setzen oder lokal. Mehr macht diese Funktion nicht. Und wenn wir das jetzt ausführen, sehen wir hier unten immer noch logischerweise den Fehler und hier steht immer noch Test. Das heißt, ja, ich habe den Dings noch nicht aufgerufen. Logischerweise macht es dann gar nichts. Ich sollte sie vielleicht vorher kurz aufrufen, die Funktion. Also, ihr könnt in einer Funktion eine Funktion definieren, wie wir es hier gemacht haben, und die dann in dieser Funktion aufrufen. Achtung, auch hier gilt, ihr könnt diese Funktion nur hier drinnen aufrufen und nicht draußen. Wenn ich jetzt hier local mache, dann kriege ich dafür einen Fehler, weil local is not defined. Das heißt, der Name existiert nur, also der Name dieser Funktion existiert nur, wenn wir innerhalb dieser Funktion sind. Gut. Jetzt nochmal zu der Variablen selbst. Die Variable selber gibt hier immer noch Test aus, obwohl wir eigentlich zuerst dieser Variablen Test zuweisen. Also hier definieren wir bloß diese Funktion. Danach kreieren wir die Variable und weisen ihr Test zu. Und danach erst rufen wir diese Variable auf, diese Funktion auf, sprich, wir springen in die Funktion und sagen hier var gleich local. Aber der Wert von diesem var wird nicht überschrieben, denn dieses var hier ist bloß innerhalb dieser Unterfunktion local gültig.
Das bedeutet, es ist ein anderes wahr wie dieses wahr, in dem Test drin steht. Okay, das wird jetzt wahrscheinlich ziemlich viel sein. Ich bitte euch einfach vielleicht, das Video mehrmals anzugucken und eventuell könnt ihr mir dann, falls ihr danach immer noch Fragen habt, mir einfach einen Kommentar oder sowas schreiben. Gut, jetzt geht's weiter. Dieses Mal wird's richtig krass. Und zwar gibt es verschiedene Arten von Variablen. Bisher kennen wir nur die normalen, lokalen Variablen, die tatsächlich nur innerhalb von dieser Funktion bzw. Unterfunktion hier gültig sind. Jetzt können wir uns hier noch eine zweite Funktion machen und sagen wir mal, non-local heißt diese Funktion. Und ja, es gibt tatsächlich einen Variablentyp, der heißt non-local, also nicht lokal, non-local. Und dann sagen wir hier non-local var. Und danach, also wir sagen, diese Variable hier ist nicht lokal. Und danach erst überschreiben wir die Variable mit dem Inhalt non-local text. Ich mache jetzt mal hier einen Text hinten dran, damit man das überall noch erkennen kann, was der Variablentext ist. Gut. So, und jetzt rufen wir hier unterhalb von diesem Aufruf hier, der macht ja gar nichts im Prinzip, der überschreibt die Variable nicht oder sowas, wissen wir ja jetzt. Wir machen jetzt hier einfach mal dieses non-local rein, rufen diese Funktion auf, sprich, wir gehen hier rein und wir wissen, theoretisch dürfte sich der Inhalt der Variable durch diesen Aufruf nicht ändern. Aber was macht jetzt dieses non-local? Und genau das ist der Mindfuck. Non-local. Ach ja, ich sollte vielleicht den Namen noch ein bisschen ändern, weil non-local ist ein Schlüsselwort, das darf ich nicht benutzen. Dann machen wir mal do non-local draus. Das ist dann diese, die Funktion heißt do non-local. Also mache sie quasi nicht lokal und wenn ich es jetzt ausführe, dann steht hier in unserer Variablen drin, also Achtung, es ist ein Schlüsselwort, deswegen durfte ich es hier nicht als Funktionsname benutzen, weil dann durfte ich hier diese Funktion nicht aufrufen. So, jetzt zu dem Eigentlichen, was ich gemacht habe hier. Wenn wir zuerst in diese Variable Text reinschreiben, danach rufen wir eine Funktion auf, innerhalb dieser Funktion, oder wenn ihr es halt hier unten in die Main packt, dann ruft ihr einfach eine ganz normale Funktion auf. Und dann haben wir hier tatsächlich nichts geändert, wenn wir hier den Namen überschreiben, also dieselbe Variable oder denselben Variablen-Namen mit irgendwas drüber. So, wenn wir das Ganze jetzt aber mit non-local var vorne dran schreiben, und dann den Namen überschreiben, dann funktioniert das. Achtung, das do non-local, das funktioniert tatsächlich nur innerhalb dieser Unterfunktion. Das heißt, hier drin, also wir haben jetzt quasi hier einmal die äußerste Funktion, das ist f, die geht bis hier, das ist das alles. Dann haben wir hier diese Main-Funktion, das ist das Ganze. Und dann haben wir diese kleinen Unterfunktionen, das ist das und das. Der Local Namespace, also oder der Local Scope heißt es eigentlich, also lokale Variablen, die einfach nichts vorne dran brauchen, die gelten innerhalb von diesem Teil. So, was ihr hier ohne irgendwas vorne dran schreiben definiert, das ist lokal. Wenn ihr hier hinschreibt non-local in dieser Unterfunktion, dann ist es so, als hättet ihr es hier draußen deklariert. Sprich, es hat noch den Definitionsbereich innerhalb dieser Funktion. Und dann gibt es noch zu guter Letzt die doGlobal-Methode. Also die muss nicht so heißen, das ist einfach irgendein Name von einer Funktion. Da kann man dann natürlich sagen, okay, global var, schreibt man einfach hin, diese Variable ist global. Und dann sagen wir hier, okay, var ist gleich global Text. So, und jetzt wird es ein bisschen spannender. Jetzt füllen wir das Ganze nochmal aus und kriegen einen Fehler, weil ich logischerweise nichts verwendet habe, die Funktion nicht aufgerufen habe. Sollte ich vielleicht machen, habe ich jetzt schon zum zweiten Mal vergessen, tut mir leid. Do global. So, okay, also wir machen sie erstmal lokal, dann machen wir sie nicht lokal und dann machen wir sie global. Also das ist quasi auch die Reihenfolge. Lokal ist am kleinsten, non-local ist am zweitkleinsten und global ist einfach ganz groß. Okay, so. Und jetzt sehen wir hier auch der Fehler, den wir die ganze Zeit hatten, dass wir hier dieses print global var ausgeben wollten. Der ist jetzt auf einmal weg.
Das heißt, wir haben hier tatsächlich dieses global ausgegeben und dann steht hier hinten dran Global Text. Global Text ist diese Variable hier. Und ihr seht auch hier, hier steht Non-Local Text. Das bedeutet, das After Init können wir jetzt eigentlich mittlerweile vergessen. Das bedeutet, wir haben hier im Prinzip durch das Definieren von diesem Global Text, also dadurch, dass wir gesagt haben, Global war, haben wir diese Variable hier, diese nicht lokale Variable mit Namen war, die hier in dieser Funktion F gültig ist, haben wir nicht verändert. Okay? Nur diese globale Variable war. Das heißt, ihr könnt euch das so vorstellen, wir haben eigentlich, so kann man es sich vielleicht am besten vorstellen, wir haben eine Local war, wir haben eine Non-Local war, also wirklich drei verschiedene Variablen. Wir haben eine Global war. Und die Local war, die haben wir hier drin definiert und verändert. So, die Non-Local war haben wir hier definiert und hier definiert. Also wir haben erst, zunächst mal werden ja die Funktionen definiert, sprich wir haben sie eigentlich zuerst hier definiert, dann haben wir diese Funktion aufgerufen, die ändert nur die lokale Variable, interessiert uns also hier draußen nicht. Hier haben wir die nicht lokale Variable verändert, indem wir hier reingegangen sind, in der Unterfunktion gesagt haben, okay, die ist nicht lokal und haben dann ihren Inhalt verändert. Und dann haben wir hier unten noch diese globale Variable gemacht, also hier haben wir eigentlich gesagt, hier steht Local Text drin und hier steht Non-Local Text drin. Und hier steht Global Text drin. Und logisch, dass das jetzt gerade nicht mehr funktioniert, ich will es euch bloß demonstrieren. Diese Variable hier ist eigentlich die hier. Die hier ist die da. Und die da ist diese hier. Die Global ist diese hier. Und die hatte davor nicht existiert, weil wir sie hier zum ersten Mal definiert haben. Aber nachdem wir sie hier definiert hatten, war sie plötzlich verfügbar und deswegen haben wir hier keinen Fehler mehr gekriegt. Das heißt, im Prinzip habt ihr für einen Namen drei Variablen, die sich jeweils auch unterschiedlich ändern können. Und ja, das macht das Ganze ein bisschen tricky, deswegen müsst ihr aufpassen, wo ihr eine Variable verändert und wo ihr tatsächlich dieses Schlüsselwort vorne dran schreibt. Genau, ja, ich hoffe, dass ihr das jetzt soweit verstanden habt und es hat bei mir auch eine Weile gedauert, keine Sorge. Und das war jetzt ganz schön viel Input und deswegen belasse ich es mal dabei für heute. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.